Ich zeige dir in diesem Video, wie das Operatorenkonzept funktioniert. Ich muss eine Rechnung ausrechnen, 1843 plus 157 minus 243. Das kann ich jetzt ganz einfach von links nach rechts erledigen. Das ist aber nicht besonders geschickt. Vielleicht erkennt ihr, dass diese zwei Zahlen sich doch irgendwo ähneln in den letzten zwei Stellen. So. Jetzt darf ich bei einer solchen Rechnung das umstellen. Ich stelle das mal als Zug dar. Ich habe als erstes die Zahl als Lokomotive 1843. Und ich habe die Waggons plus 157 und minus 243. So. Wie bei einem Zug kann ich jetzt die Waggons umrangieren und kann diesen zweiten Waggon an die erste Stelle nehmen. Wichtig ist, die Lokomotive darf ich natürlich nicht verändern. So, jetzt habe ich immer noch meinen Zug, jetzt habe ich es ein bisschen einfacher zum Rechnen. Ich rechne also 1843 minus 243 plus 157. 1843 minus 243 sind 1600 plus 157 sind 1757. So kann ich das relativ einfach ausrechnen. Das gleiche Prinzip, das funktioniert auch bei einer Multiplikations- und Divisionsaufgabe, wie wir es hier unten sehen. Ich habe also wieder meinen Zug, diesmal mit drei Waggons. Die Lokomotive ist wieder die erste Zahl, die 63, dann die zweite Zahl durch 11. Mal 33 und als letztes durch 7. Auch hier kann ich meine Waggons so rangieren, wie ich das gerne möchte. Und ich würde das jetzt sogar so machen, dass ich den ersten Waggon, den letzten als ersten nehme und die zwei nach hinten. Jetzt habe ich es nämlich von Rechnung her einfacher. Ich kann als erstes, könnte ich mal rechnen, die 63 durch die 7. Dann rechne ich mal 33 und durch 11. So. 63 durch 7 sind 9. 9 mal 33 durch 11 habe ich noch. So. Und jetzt kann ich auch die 33 und die 11 bereits verrechnen. Mal 33 und durch 11, das ist gleich viel wie, also 33 durch 11 gibt 3, also habe ich das Ganze mal 3. 9 mal 3, weil 33 durch 11 gibt 3. So, 9 mal 3 sind 27 und ich habe das schön einfach ausgerechnet.